Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio. Letztes Mal haben wir hier drüben etwas an unserem Öl geschafft. Und dabei auch festgestellt, dass wir nicht mehr so viel haben. Aber es sieht aus, als ob wir nun auch Öl von hier drüben bekommen. Yep. Der erste Zug ist hier. Und wird ausgeladen. Sehr schön. Das sollte helfen. Und das heißt, wir produzieren hier auch die anderen Ölsorten und auch Festbrennstoff. Sehr gut, das heißt, heute machen wir hier weiter. Wir brauchen ein paar Fabriken. Und zwar zuerst mal Maschinen. Gut, machen wir hier mal Tunnel. Und wahrscheinlich wird es uns hier an Stahl fehlen, um hier eine volle Produktion durchziehen zu können. Offenbar nicht nur an Stahl. Und ich denke, die Ausladung mache ich in dieser Richtung. Hier hintenrum nicht. Oh. Tunnel von hier. Dann geht das so rüber. Und dann hier ran. Zumindest bis da. Ja, dann brauche ich ein paar Bänder. Der Untergrund. Ja, ich kann das mit denen machen. Bei den Maschinen kommt es nicht so sehr auf die Geschwindigkeit drauf an. Aber ich stecke auch noch was davon ein. Der geht raus. So. Gehen alle rein und auf der Außenseite wieder raus. Fehlt es, glaube ich, nur noch an Strom und ein paar
den Routen. Hier keine Masten mehr. So. Oh. Hier fehlt noch einer. Dann haben wir überall Strom dran. Funktioniert das? Oben kommt Stahl rein und unten Eisen. Hier mal eine Eisenableitung, Stahlableitung. Und dann haben wir schon mal die normalen Motoren. Aber was ich hier eigentlich will, sind die hier. Die brauchen noch etwas Schmiermittel und blaue. 2, 3, 4, 5. Wie mache ich das am besten? Mittel machen wir von außen ran. Dann machen wir auch noch die Module. Dann haben wir die fertig geforscht. So. Das war vielleicht etwas voreilig. Machen wir das hier rauf. Dann hier die Motoren. Hier. Von den grünen Chipsen. So. Die gehen in die andere Richtung. Dann hier. Das so. Untergrund. Reicht das? Yep. Kommen wir hin. Jetzt
ziehen wir das hier außen runter. Hier. Oh. Tü-tü-tü. Vielleicht nicht hier rum. Machen wir das doch. Das sind uns wahrscheinlich Klippen im Weg. Und kommen wir da irgendwo vernünftig hoch? Mehr kleben. So, hier ein Eckstück. Ah, wir wollen ja hier raus. Kann ich das alles mit einem Umspannwerk abdecken? Wenn das Umspannwerk hier etwas mittig steht, ja. Und da haben wir Elektromotoren. Gut, dann das nächste, was wir hier brauchen, sind Batterien. Wo sind die drin? Wieso sehe ich die nicht? Ah, hier brauchen wir ein paar hiervon. So. Rein, 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 raus, raus, raus. Raus, raus, raus. Rein, rein, rein. Dann hier hinten. Machen wir wieder dasselbe. Dann brauche ich etwas mehr Material wie Untergrundbänder, Motor und Rohre. Fehlt sonst noch was?
So. Und hier machen wir Eisen ran. Das können wir einfach hier mit anschließen und dann brauchen wir die Fabrik hier nicht mehr. Und jetzt haben wir auch Batterien und mit Batterien können wir die hier bauen. Okay, ich mache da einfach ein bisschen weiter auseinander eine Kiste in die Mitte. Da brauche ich Batterien und so. Das ist für die Batterien. Ja. Einmal Stahl. Einmal die Grünen. Dann kommen die ran. Sehr gut. Und wenn ich mir jetzt hier von ein paar klaue und dann hier oben haben wir blaue Chips, dann müsste ich doch bald schon so eine fortgeschrittene Rüstung bauen können. Jo. Hier kann ich mal alles rausnehmen. Und dann gibt es eine bessere Rüstung hier. Und da ist einiges am Boden gelandet. Aber hier haben wir mehr Platz drin. Wir werden da wahrscheinlich auch einen portablen Generator brauchen und Robohangare. Die könnte ich eigentlich schon bauen, wenn ich ein bisschen Eisen habe und ein bisschen Batterien.
einen. Und dann fünf von denen. So. Wo ist der Robohangar hin? Wieso sehe ich den nicht? Hier ist er. Sehr gut. Das sollte das Bauen doch um einiges einfacher machen. Und nun, da wir hier Geschütztürme produzieren, sollten wir bald auch in der komfortablen Lage sein, dass wir Mauern mit Geschütztürmen aufstellen. Sofern es uns natürlich gelingt, unser Atomkraftwerk zum Laufen zu bringen. Da fehlt es uns noch etwas an Kisten und Brennstoff. Aber wir sind da auf einem guten Weg, wenn hier die ist schon mal voll und da können wir auch ein paar reinlegen. Hier, die erste Kiste ist voll mit denen. Und vielleicht setze ich hier einfach mal Holzkisten, bis wir die Logistikkisten haben. Es wird noch ein Weilchen dauern, weil dafür brauchen wir gelbe Fläschchen. Und soweit bin ich noch nicht. Wir könnten die zwar angehen, aber nicht mehr in dieser Folge, definitiv. Und da sehen wir, wie die Roboter fliegen. Sie sind noch nicht besonders schnell, aber ja. Sehr schön, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.